Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Beep Simulator. Ich müsste mal schauen, was so die momentane Auftragslage sagt. Ist hier noch was Neues hinzugekommen? No, ist es nicht. Hier muss man so ein bisschen drauf achten. Weil. Nun ja. Manchmal ist auch was Kombiniertes dabei. No? Nicht, ja, zum Beispiel 3 Festplatten. Na, da musst du ein bisschen drauf achten, dass ich die vielleicht sammle, statt sie immer gleich zu verscherbeln. Aber okay. Gut. Nein, halt. Notizen. Was haben wir hier? Die 102. Da war doch irgendjemand mit einer Knarre, ne? Eine Bewohner besitzt eine Waffe, genau. Schlüsseleingang so befindet sich in der Garage. Im Schlafzimmer steht ein wertvoller Vase. Teil kaputt machen und Dekorationsgegenstand stehlen. Die sind immer so von um 5 bis 19 Uhr nicht zu Hause. Nun gut. Denn. Kommen wir da mal hin. Hier vorne ist ein Parkplatz. Ich gucke mir noch mal ganz kurz das Gebäude an, bevor ich hier schlafen gehe. Nicht, dass das hier super heitig ist. Gut. Gibt es hier auch eine Rückseite? Auf jeden Fall Basketballspieler neben mir. Ich blockiere den Verkehr. Willst du mich veralbern? Oh, echt, ey. Hier. Bitteschön. Blockiere ich immer noch den Verkehr? Oh, ist ja furchtbar. So, also, hier gibt's Ranken und eine Mülltonne. So, Dekorationsgegenstände stehen. Ja. Schade, dass hier kein Parkplatz in der Nähe ist. Aber der Ausgang ist ziemlich in der Nähe. Ich werde es so machen. Ich werde schlafen bis in die Morgenstunden. Werde mein Auto hinter eurem Haus parken. Und dort auch einsteigen. Genau, dann sind eure Waren weg und eure Teller sind kaputt. So. Ich schlafe mal bis 4. So. So, ich hoffe, hier ist keiner hinter mir. So. Über diese morgendlichen Jogger hier, die nicht joggen wollen. Ist ganz schön viel los dafür, dass es um 4 ist, ha? Das ist der Hammer. So. Gut. Also. Ja, wo ich könnte noch ein bisschen näher ran, oder? Ach, drauf gejuckt. Ganz ehrlich. So, noch seid ihr zu Hause. Einer von euch hat eine Knarre. Ich meine, wenn die erste Person weg ist, könnte ich da schon mal so ein bisschen hier drüber stecken, oder? Wäre doch möglich. Wäre doch gut möglich. Rucksack ist leer. Kann ich eigentlich auch von hier irgendwie... Nee, ich kann von hier auf die blöde Kiste nicht zugreifen, ne? Das ist immer... Jetzt guckt er da hinten am Fenster rum, oder was? Beobachtest du deinen Zaun, deine Mauer hier? Oder was ist los? Was ist los, was hier passiert? Eichhörnchen, die über die Mauer springen? Ich weiß es nicht. So. Ich weiß nur eins...
Eine Person ist weg. Ach, guck mal an. Die Versammlung der Gartenzwerge. Hier kann ich überall nicht rein. Was? Bewohner hat eine Waffe. Ach so, ja, das weiß ich, das weiß ich. Was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass da vorne an dem Zaun. Ist falsch gemacht? Oh. Oh, warte. Ah. Ich bin auch so schlau, oder? Ah, ich hab's verwechselt. Ich hab's verwechselt. Oder? Nicht zu Hause ist das Blaue, nicht das Rote. Oh nein! Ach, Mist, ey. Gut, ich muss gestehen, ich habe schon ein, zwei Tage nicht gespielt. Da kann man das schon mal verwechseln. Sorry. Okay, nochmal auf dem Parkplatz, nochmal schlafen. Upsi. Das war ja auch schlau. Das war ja richtig schlau. So, geh da mal weg, du Idiot. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz. Also. Erste verkrümelt sich gegen 19 Uhr. Also schlafe ich bis 18 Uhr. Schlafen, hat sich überall zerfallen. So, dass ich mal aussteigen will, ey. Bleib einfach mal im Auto sitzen. Dann geht das schneller. So. Ah, das war ja auch wirklich unheimlich unschlau. So, geh da weg. Geh da weg oder du wirst überfahren. So. Und warum seid ihr nachts eigentlich nicht zu Hause oder abends zu warten? Schon verdächtig. Seid ihr Schichtarbeiter? Oder arbeitet ihr in einem dubiosen Berufsfeld? Weiß es nicht. Weiß nur eins. Ihr solltet euch verpieseln. Ach so, jetzt sind die Jalousien oben. Okay, jetzt könnten die auch was sehen, wenn ich hier drüber steige. Na komm schon, Person Nummer 1 müsste jetzt langsam mal verschwinden. Tü. Ich hoffe, es ist der Kerl. Die guckt da irgendwie fern oder so oder ist am Kacken, ich weiß es nicht. Ich hoffe, er haut ab. Komm schon. Einer muss verschwinden. Es ist nach 19 Uhr. Siehst du, 19 Uhr verschwindet der Erste. Oder? Oder was? 20 Uhr? 19:30 Uhr? Die beide da. Ah, furchtbar. Beide am Kacken. Verschwindet! Mich aber gut aus. Mist! Jetzt hat die Blick. Ah, jetzt komme ich ja nicht rüber. Solange die. Ja, geh mal weg, geh mal weg. Das ist fein so, das ist sehr fein so. In welche Richtung guckt der eigentlich? Woher kommt die Musik? Ah. Komm, 20 Uhr, jetzt müsste einer abhauen. Verschwinde. Ist nicht mehr zu Hause. So. Das war. Ach so, da ist mein Loch. Ich wollte schon sagen, wo ist denn das Loch? So.
Komm schon, hau ab. Hau ab. Ja, ich könnte eigentlich schon. Mal mit. Schön leise. Oh, die ist noch zu Hause. Hab ich gerade, warum habt ihr ein Kinderzimmer? Gar keine Kinder. Glaube, ich habe in den ganzen Spielen noch keine Kinder gesehen, ne? Okay. Oh, hi. Tach. Was machen wir denn jetzt? Ups. Das war jetzt aber blöd. Ja, hi. Wo komme ich denn hier wieder raus? Die ist verschlossen. Ich habe die Jalousien runtergemacht. Das war jetzt doof. Das war ja sehr doof. Wie komme ich denn hier raus? Wieso war die noch zu Hause? Die hätte gehen müssen. Ah ja, das war doof. Hä? Ja, Checkpoint laden. Da stand doch oben, die ist nicht mehr zu Hause. Es stand oben, du bist nicht mehr zu Hause, du olle Zippe. Ist ja furchtbar. Mann, ey. Jetzt muss ich wieder warten. Die Damen und Herren, da mal verschwunden sind. Könnt aber wissen, dafür klaue ich alles. Dafür klaue ich alles. Das war schon merkwürdig. Die hätte weg sein müssen. Hops, hops, hops. Kann ich mir mal bei den Nachbarn gucken? Sitzt da oben nicht einer? Habe ich den markiert? Bin mir ganz sicher. Okay, bei euch kenne ich ja schon die tägliche Routine. Und wie es scheint, gibt es keinen Zeitpunkt, wo alle drei weg sind. Das ist blöd. Das ist sehr, sehr blöd. So. Naja, dann heißt es warten. Dann heißt es wirklich warten, bis hier was passiert. Tschü. Komm schon, jetzt müsste er ja mal langsam die Biege machen. Kommen Sie jetzt wieder zum Fenster? Kommen ja nicht zum Fenster. Sie kommt zum Fenster. Ach, was macht sie da eigentlich schon mal mit ihrem Arm? Ist das hier so eine pseudo-sportliche Aktivität? Hausfrauensport? So. Ja. Was denn? So. Dass ich dann lieber die Rollladen runter machen muss, die Olle. So. Dann eben langsam. Holst du mal langsam ab? Du olle Zibbe, du. Gibt's auch nichts anderes zu klauen, ne? Was war das? Der hat jetzt hier nur das Licht angemacht? Die Alte hat nur das Licht angemacht, um mich zu verscheuchen, oder was war das? Jetzt nicht zu Hause. Ach, die macht die Dinger runter. Die alte. Oh. Die ist ja richtig fies. Die ist ja richtig fies. Die hat die Dinger runtergemacht. Ah.
Wieso hocken hier eigentlich abends so viele Leute an eurem Zaun? Geh vorbei. Geh einfach vorbei, okay? Fu, fu, fu. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein echtes Problem. Ich komme bei denen nicht rein, weil die Rollladen alle unten sind. Sehr schön. Ich hätte einbrechen müssen, als sie noch zu Hause waren. Toll. Weil durch die Fronttür, da komme ich nicht rein. Das ist ja hier Fort Knox. Das ist, gefällt mir aber ganz und gar nicht. Ja, toll. Kann ich hier mal abhauen. Bringt ja nichts. Komm ja nicht rein. Durch die Fronttür komme ich nicht rein. Ich hätte einbrechen müssen, als sie noch zu Hause war. Wie ich es gemacht habe. Aber dann musste die ja hier das Licht anmachen und so ein Kack. Die olle Zippe. Jetzt mal wissen, ey. Schlafen wir jetzt einen Tag drüber. So, pass auf. Das machen wir nochmal neu. Die und ihre ollen Rollladen. Nein, du sollst nicht aussteigen. Du sollst hier... So, komm hin da. Bevor die Olle wieder sich überlegt... Ey, ich mach die Rollladen runter. Problem ist bloß... Dann nützt mir es auch nicht, das Auto hier hinten zu parken. So. Gamepad, bitteschön. Ja, langsam aussteigen oder sowas. Nee. Kannst du knicken, dass wir sowas machen. Zip. Zip. Du sollst nicht aus. Dummer Idiot. So. Ich muss jetzt einfach hier mal warten. Ich warte jetzt hier mal und teste mal, ob das gut geht. So, jetzt ist die weg. Sparschwein, nur mit. Das hier nehmen wir mit. Das ist das Erste, was wir machen. Wir klauen den ollen Schlüssel. Nee, hier ist nix. So. Gut. Schlafzimmer steht in eine wertvolle Vase. Ja. Das ist nicht das Schlafzimmer, das ist Klo. Oh, Klopapier kann ich klauen, aber nein. So. Komm schon. Ach. Zu hektisch. Ja. Oh, komm schon. Ich krieg das noch nicht so hin mit den Tresoren. Könnte das auch ein bisschen schneller gehen, wenn ich schon weiß, welche Nummer es ist? Gibt es da einen Weg? So, 83. Ja, komm. Dann habe ich ewig Zeit.
Und mal sehen, was die entscheidende letzte Zahl ist. Ach, muss jetzt immer so eine hohe Nummer sein. Da. Cash. Cash. Und das olle Ding. So, erst noch. Taschenlampe an. Mit. Was haben wir denn da unten? Hi! Du wolltest auch immer schon den Besitzer wechseln. Ja, damit. Wunderfein. Ist das eine Hose? Das sind die verächtlichen Dinge hier. Einfach Spaß. Oh, Cash. Nein! Ach! Wieso machst du das Ding wieder zu, wenn ich auf den Cash gehe? Das ist wohl deine Waffe, oder? Tja, die wird dir jetzt nichts mehr nützen. Och, Junge. Warum machst du das immer? So. Gehen wir raus. Zum Auto hin. Machen die Kiste voll. Jetzt passt nichts mehr rein. Ich wohne hier. Ich wohne hier. Jungs, ich wohne hier. Das bin ich Wein. Was soll's? Na. Nein. Irgendwas Wertvolles hier unten noch. Gami-Krimskram, den will keiner. Schnell raus. Mal in die Büsche gefeuert. Oh. Mist. Schnell zum Auto hin. Dreht er da gerade um? Sehe ich das richtig? Ups. Eigenes Auto kaputt gemacht mit dem Ding. Der Typ dreht hier um. Was bist du hier? Es ist schon wieder die mit der blauen Mütze. Wo ist das Bild, was ich hier hingefeuert habe? Vergiss es. Da war nichts. Da war absolut nichts. Warte mal. Noch irgendwas Großes hier. Ist nicht mehr für das Smartphone reicht's. Oh ja, Cash. Ja. Problem ist bloß, Gevatterin, ich guck bei den Nachbarn immer, läuft hier ihre Runden. Ah, hier ist ein Ziegel. Nein, ihr habt nichts gesehen. So ein großes Objekt könnt ihr hier noch rein. Da ist sie wieder. Blaumütze. Ich will gerne einen dieser Ziegel nehmen und dir einfach. Aber ich glaube, da kriege ich Ärger für. Nö. Ich mache hier nur Bilderweitwurf. Mit Erlaubnis der Hausbesitzer.
Beispiel die Kuh. Och, jetzt hocken die hier in. Weißt du was? A to Z Favorites. Ja, machen das so. Zack. Nein. Rein damit. Ach, das kann ich gar nicht mehr rein. Wie viel bringt denn das? $10? Habe ich sowas drauf gefilmt? Drauf gepfiffen. So, hier sind mir zu viele komische Leute unterwegs. Sehr viele komische Leute. Ich muss noch was ganz kurzes nachgucken. Die habe ich doch. Hä? Dekorationsgegenstand habe ich doch auch. Das ist ein bisschen komisch. Die habe ich doch beide. Schlüssel und das Ding. Komische Sache. Sehr, sehr komische Sache. So, so ist es toll. Ja, genau, genau. Und den Schlüssel. Richtig. Und neue Hinweise verfügbar. Ach, sehr schön, sehr fein. So, was in was investieren wir denn? Autodiebstahl, Autoteil entfernen, Autos ohne Alarmanlage stehlen. Okay. Hacking-Werkzeuge. Ah. Bin ich noch nicht klug genug für. Nee, noch nicht hoch genug im Level. Hacken oder? Puh. Ach nee, halt. Ich brauche zwei dafür. Das klappt gar nicht. Das klappt ja gar nicht. So. Gucken wir erstmal. Ja, die Bude aufhübschen. Wo kommt denn das Ding hin? Hier über die Zielscheibe, oder? Ach, das ist ein Fernseher. Ja, gut, kommt auch über die Zielscheibe. Stimmt, das Bild war ja das hier. So. Ja. Wunderschön. Gucken wir mal, was das Internet so sagt zu dem Zeug, was ich geklaut habe. Ah. Ka-ching. Könnte wenigstens mal sagen, hier, du hast schon die Hälfte davon. Ah, ka-ching. Gitarren und Spielzeugautos und so weiter, ne? Antiker Stuhl, bla bla. Na, ich wüsste, wenn ich was Antikes hätte. Drei Festplatten. Batterie, boah. Ja, das hört sich sehr komisch an. Festplatten, wirklich. Küche ist nichts. Blumenvase, Blumenvase. Na, Vase hoch, Vase fein. Puh. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das habe. Ja. Ich habe hier Weine, rote Vasen, Metallvase, Kopfhörer, die verscherblich, den Wecker verscherblich, dunkelrote Vase. Erstmal die Vasen drinne. Ich weiß nicht, welche Vase der haben möchte am Ende. Ist auch egal. So, ich muss jetzt erstmal zum Pfandhaus und ein bisschen was verscherbeln. Welcome back. Tag, mein Freund. Guck mal, was hier. Nein, ich will die Vase nicht verkaufen. Oh, du bringst die Kohle. Hier ist ein USB-Stick mit all meinen Safe-Games drauf. Bitteschön. Eine Maus. Bitteschön. Ja, was ganz Exquisites. Soweit du unter Kuppel bist, kaufst du auch noch die zweite. Ein X-Cube. Hey, du willst gerade, bringt aber Kohle. Der Controller alleine bringt 220. Was ist denn das? Boah, boah. Heide Witzka! Ja, nimm! Ich glaube, das ist wertvoll, das Ding. Boah, was sind das für Preise? Boah! Ich glaube, ich behalte ich noch. Ich glaube, die behalte ich noch. Die kriege ich bestimmt bei eBay besser weg. Nee, sorry, mein Freund, aber ich glaube, die behalte ich noch. Die tue ich hier in mein Schließfach rein.
Beide Witzka. Was für Preise. Uiuiuiuiui. So. Ja, hier, Vase, Tablet. Ja, rote Vase, Metallvase. Ist hier noch irgendwas? Nö, ne? Nö. Gut. Meine Güte. Das ist die teuerste Konsole, die ich kenne. Allein der Controller. So, hier habe ich schon alle Informationen, ne? Gut. Sehr fein. War ein kniffliges Haus, muss ich gestehen. Also das mit den Rollladen, das war so... So eine Sache für sich. Was sagt denn hier meine Notizen? Über die weiß ich noch gar nichts. Außer, dass die Kamera... Doch, er weiß schon was. Der Bewohner hat einfach... Ach, der muss mal eine Knarre haben, ey. Was ist denn hier? Beute. Im Schlafzimmer befindet sich ein Tresor mit Schmuck. Wenn da immer einer zu Hause ist, ist das blöd. Vor allem Spüle kaputt machen, wenn immer einer zu Hause ist. Wie soll denn das gehen? Furchtbar. 103 ist mein nächstes Ziel. Aber das werdet ihr erst in der nächsten Folge sehen. Gut. Ich könnte aber vorher nochmal kurz hier reingucken, ob ich mir was leisten kann. Hacking-Werkzeuge. Was ist denn das hier? Ja, dann bräuchte ich Elektronik 1. Das ist eine Sache für sich. Warte mal. Lass mal noch mal kurz hier reingucken. Also, Brechstange, Taschenlampe, Schlüssel, ja. Dietrich, Handschuhe und manche Safe-Knöpfe. Dieses Juwelenwerkzeug, das habe ich ja noch gar nicht. No? Safe-Knacker? Glasschneider? Nö. Ja, gut. Gekauft. Neues Tutorial. Ja. Warte mal. Was war das Neue? Ach komm, ich mach sie beide kaputt. So. Wo ist das wirklich das Tutorial? So. Oben. Ja. Probieren wir mal, wie ich mich so anstelle. Was denn? Drehen. Auswählen, halten, zerlegen. Okay. War ich das jetzt richtig oder sind die jetzt alle futsch? Gut. Und jetzt? Jetzt habe ich hier wohl. Einzelteile. Muss ich nicht verstehen, oder? Gut, auswählen. Auseinandernehmen. So. Gut. Habe ich auseinandergenommen. Tue ich hier mal rein. Einzelteile, Amethyst, Einzelteile. Ja, wo sind jetzt diese Klunker? Gelten die unter Einzelteile mit dabei? Komisch. Aber wie gesagt, damit beschäftige ich mich ein andern Mal. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche einen fantastischen Tag und verabschiede mich. Ciao!